Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Bloodborne. Wie man hier jetzt unschwer erkennen kann, bin ich gerade hier zurück in die Forschungshalle zurückgekehrt. Ich nehme diese Folge hier im Anschluss auf. Ich habe jetzt mal eben kurz pausiert, habe die letzte Folge geschnitten. Dazu sage ich auch noch gleich was und habe mir einen Kaffee geholt und dachte so, ich probiere das jetzt einfach nochmal. So, ich habe die letzte Folge geschnitten. So, da ist mir aufgefallen, dass der Bosskampf da ziemlich laut gewesen ist, ne? Ich habe aber an den Einstellungen von der letzten Folge her nichts geändert. Gar nichts. Da muss ich mal gucken, dass ich das eventuell ein bisschen runterschraube. Ich habe das jetzt gerade auf 15 stehen. Ich werde das jetzt einfach mal auf 17 stellen. So. Okay, dann wollen wir das Ganze nochmal probieren. Ich bin offscreen in Altianam gewesen und habe, wie die einfach wieder hier so rumschreit, und habe ein paar Blutfiolen gefarmt. Ich dachte gerade eben schon, was ist da denn jetzt los? Ich habe noch Feuerpapier, Blitzpapier, blaues Elixier. Ich kann euch nicht versprechen, da jetzt nicht auszurasten bei dem Gegner. Aber mir ist in der Nachbearbeitung aufgefallen, dass sie Feuer nicht so mögen. Deshalb bleibe ich da jetzt mal mit meinem Feuerpapier. Und ich glaube, wie ich das jetzt in der Nachbearbeitung richtig beobachten konnte, kommen da nicht mehr als 4 Stück. So. Und wenn es da dunkel wird und die hier in ihren mächtigen Zauber einsetzen, dann ist mir da in der letzten Folge, als ich die letzte Folge geschnitten habe, da ist mir dann auch aufgefallen, meine Güte, ganz schwerer Satz, Deutsch ganz schwer. Auf jeden Fall ist mir da auch aufgefallen, dass es da doch ganz sinnvoll wäre, mich da in der Nähe der Tür und dem Geländer, dass ich dort vielleicht dort rumlaufe. Denn da wurde das Geländer ziemlich oft getroffen und nicht ich selbst. Könnte mich da aber auch natürlich auch täuschen. So, hier weg mit dir. Und Quecksilberkugeln gibt's. Okay, ich glaube, ich habe so um die 25 Blutvieh und ich glaube, 5 Stück sind gelagert. So, Tropf, Tropf. Ja, ja, haben wir verstanden. Aber irgendwie auch nicht. Ich habe versagt. Ich weiß, da bist du nicht die Einzige. Wir haben auch versagt. Macht ja nichts draus. Das darf man alles nicht so eng sehen, habe ich mir mal sagen lassen. Feuerpapier. Let's go. Auf geht's. Töten wir das Vieh. Natürlich treffe ich nicht weg. Ja, natürlich triffst du mich jetzt. Das fängt ja wieder super an. Wirklich. So, Nummer 2 ist auch schon da. Oh, nein, schlag doch in die andere Richtung. Ich muss aufpassen, nicht, dass der andere da jetzt noch hier mich angreift. Ja, ganz genau. Nein! Oh Gott! Das wäre so unschön gewesen. So, 2 Stück. Weg. Okay. Das kann nicht wahr sein, echt. Weg. Habe ich den jetzt getroffen oder nicht? Oh, zurück. Ja, du bist auf jeden Fall raus. Ah, du bist jetzt auch da. 3 und 4 sind jetzt da. So, jetzt kann ich da zuschlagen. Ja, das hier ist noch besser. Perfekt. Und direkt raus. Das ist gut. Moment. Ah, Moment. Hier schlage ich doch auch gerne direkt zu. Weg hier. Ich brauche Feuerpapier. Ah, ich stehe eigentlich ungern hier oben, wenn die da stehen. Genau aus diesem Grund. Ja, das war der Triple-Angriff. Einfach zu mit 3 Hieben. Ja, die sind nur zu 4. Okay, wir probieren das noch einmal. Auf geht's. Ich habe noch 20 Blutfiolen. Das ist die Hauptsache. Um dich kümmere ich mich auch. Ich glaube, das war blöd. Ich glaube, das war blöd. Oh mein Gott, echt jetzt. Ich hatte irgendwie Hoffnung, dass du mir vielleicht noch Blutfiolen gibst oder so. Aber die droppen gar nichts. Trotzdem ist das jetzt mal so meine Hoffnung gewesen. Oh ja, natürlich. Jetzt kommt hier die ganze Family. Weg. Weg. Oh my God. Nochmal weg. Nee, die lassen mir gar nichts da.
komme Bluterschuss, ja, aber dass ich da jetzt Blutfiolen bekomme, sieht schlecht aus. Okay. Naja, gut. Dann lohnt sich wenigstens die Blutfiole, die ich dann einsetze. Wenn ich gleich da runterspringen muss. Okay, nochmal nach oben. Ich darf nicht vergessen, nochmal den Fahrstuhl zurückzuschicken. Are you serious? Stell dich doch mal bitte da drauf. Ich dachte, ich hätte drauf gestanden. Ich muss gerade einen Schluck Kaffee trinken. Okay, so nochmal drauf. Ja, sehr gut. Dass du mit einem Schlag nicht kaputt gehst, das wundert mich auch so ein bisschen. So, das nehmen wir gerne mit, die Quecksilberkugel. So, du darfst dich auch gerne verabschieden und tschüss. Super. Oh nein, uncool. So, nichts wie rein hier. Vielleicht sollte ich aber auch eine andere Rüstung anziehen, was den Magieschaden angeht. Oder? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Sehr gut. Ausgeblutet. Einmal hier runter. Tropf, Tropf, ja. Chip. So, und dann kann ich direkt eine Blutviole nehmen. Dann hat sich das gelohnt, immerhin. Ich habe versagt. Ja, wir wissen's. Ja, immer wenn ich X drücke, macht der was ganz Tolles hier immer. Ja, ich möchte das halt einfach wegdrücken. Ich habe wirklich das Bedürfnis, dich zu töten, weil jedes Mal du mich nervst, wenn ich hier vorbeikomme. Muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich habe halt einfach so unfassbar viel Mitleid für euch. Das tut mir so leid, was euch da angetan wurde. Deshalb kann ich es einfach nicht übers Herz bringen, dich zu töten. Okay, Nanaki, wir gucken mal, was wir hier tun können. Ich muss auf den arkanen Schaden achten, ne? Arkan und physische Abwehr wäre halt toll, wenn das passt. So 50-50 vielleicht. Ich guck mal, ob ich noch was Besseres finde. Arkan 60. Aber dass so beides im Gleichgewicht ist, da finde ich nichts, ne? Oh, 60, ja, aber da haben wir dann 20. Das ist echt blöd. Ja. Nee, Diana Jägermütze ist das Beste mit den 50-50. Arkan 70, da haben wir die... Ja, das hier ist gut. Das lasse ich mir gefallen. Wie sieht's hier aus? Physische Abwehr. Und 60 und Arkan 50. Arkan 70 haben wir hier 50 und 60. Ja, das bleibt dann gleich. Ne, das können wir alles so lassen. Wie sieht's mit der Hose aus? 50, da hätten wir dann 60. Das ist eigentlich auch gut. 60 und 50, komm, die Hose. Wie sehen wir aus? Jo. Ne? Okay. Let's go. Mein Feuerpapier hebe ich auf. Das war jetzt nur ein Schlag. Vorsicht. Ja, manchmal zwei, manchmal sind es drei. Ich blick da nicht durch. Da ist auch Nummer zwei schon. Hey. Hallo, ich möchte hier vorbei. Oh, ich hasse das. Wenn ich da so eingequetscht werde. Du bist richtig nervig. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Jawohl. Und jetzt bin ich gleich tot. Oh, ich dachte, ich hätte ihn jetzt umgebracht. Tatsächlich. Ich muss nochmal eins nehmen. Ups. Okay, zack. Wegrollen. Wo ist 4? Nummer 4 müsste auch gleich da sein. Die bleiben immer gern zusammen, oder? Sehr gut. Vorsicht. Da haben wir 4. Nein! Scheibenkleister. Genau, trink das Elixier hier. Scheiße, ey. Wie der mich nervt. Gott sei Dank, das ist der allererste, der da war. Nein! Oh mein Gott! Schnell, trink was.
Oh, meine weg. Ja, sehr gut. Ich muss noch mal was trinken. Genau, hier wollte ich mich hinstellen. Hier wollte ich mich aufhalten, wenn die anfangen, noch mal zu beten. Ich glaube, das ist aber dann richtig gut, wenn man die angreift, während die zaubern, oder? Weg. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Zum Beispiel, wenn die dann da auch alle da beieinander stehen, wenn es dann dunkel wird. Oh, das hier ist dumm gewesen, oder? Ja. Oh, shit. Nein! Oh mein Gott. Schnell trinken. Weg, weg, weg. Sehr gut. Sehr gut. Wow, weg, weg, weg. Okay. Weg. Okay, das sieht gut aus. Wow, shit. Okay, das war gar nicht beabsichtigt. Nochmal. Der Mega... Ah, ich habe meine Waffe zusammengebaut. Oh. Okay. Weg da. Weg. Weg da. Weg. Weg da. Ich glaube, jetzt beten sie. Nicht anvisieren. Ich laufe im Kreis. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Oh, das ist nicht gut. Okay. Ah, ich habe überlebt. Ich glaube, das liegt an meiner Kleidung, weshalb ich überlebt habe. Ich habe keinen, ne? Sehr gut. Oh, shit. Moment. Zack, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ich habe halt gemerkt, was ich hier für Damage mache. Wow, weg hier. Okay, so, nimm die Beine in die Hand. Nee, das hier ist nicht richtig. Hier wollte ich nicht sein. Hier wollte ich mich aufhalten. Hier hinten eigentlich. Hier wollte ich sein. Wow. Jetzt hat er mich doch getroffen. Du Mistkerl, ey. Und der trifft mich auch noch. Zack, nochmal. Sehr gut. Ja, zaubert ihr nur. Oh mein Gott. Wow, hell nah. Okay, weglaufen. Trink was am besten. Hier wollte ich mich aufhalten. Jawohl, ich habe keinen Schaden gefressen. Sehr gut. Blitzpapier. Nimm Blitzpapier, bitte. Danke. Wow. Wow. Hold up. Weg. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was du da machst, aber ich find's cool. Okay, weg. Oh, shit. Oh mein Gott, meine Hände zittern. Ja, perfekt. Jawohl. Oh mein Gott, wie mega ist das bitte? Oh nein. Weg, weg. Der andere kommt. Nein! Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, bitte. Ja! 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 Geil! Geil! Oh my Jesus! Oh mein Gott! Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Wart ihr unfassbar. Ey, zum Glück ist mir das mit meiner Waffe hier passiert. Ich hab immer so geschlagen. Ne, wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich kann nur so schlagen. Haha, dass ich das in der Folge 59 noch lerne. Guck mal, ich kann so schlagen. Ich hab so die ganze Zeit angegriffen. Oh mein Gott, ja. Cool. Oh mein Gott. So, ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Für was ist der? Astraler Uhrturmschlüssel. Schlüssel zum astralen Uhrturm auf der großen Kathedrale. Ah. Schlüssel zum astralen Uhrturm auf der großen Kathedrale.
Die Pflegerin der unzähligen Patienten des Turms war nur als Fürstin Maria bekannt. Ihr Zuhause lag hinter der riesigen Uhr, die die Sterne interpretieren kann. Hä? Ja, wo ist das denn? Wo soll das denn sein? Ist das die Tür unten vielleicht? So, hier mache ich mal an. Oder ist das hier? Oh, kleine Dame. Ich kann die Tür öffnen. Astraler Uhrturm. Okay, hier geht's weiter. Jetzt sag mir nicht, ich komme hier direkt zum nächsten Boss. Den sieht mir aber ja fast schon so aus. Also, er hat mir ja geraten, sie zu töten. Ich habe nur noch 2 Blutfiolen. Aber was habe ich zu verlieren? Ich meine, so viele Blutechos sind es ja nicht, die ich hier habe. So. Schick auf jeden Fall. Hat was. Tropft's hier? Tropf, tropf. Irgendwas tropft hier. Okay, ich sehe hier Blut. Hier ist wohl auch schon jemand gestorben. Also wir müssen gegeneinander kämpfen, wie mir scheint. Bist du ein Jäger? Eine Jägerin? Sie hat eine Jägerrüstung an. Ist da hinten dran ein Sarg? Oh, hab ich mich erschrocken. Okay. Hey, hast du dasselbe Schwert wie ich? Ja. Ah, dann gibt's doch noch mehr Spieler, die dasselbe Schwert nutzen wie ich. Ich dachte, alle würden immer dieses andere benutzen. Diese Leiche untersuchen. Die sieht hübsch aus, glaube ich. Ich möchte die Leiche mal nicht untersuchen. Ich möchte erstmal hier hin. Okay. Leiche untersuchen. Ha, das war klar, dass was passiert. Eine Leiche sollte ihre Ruhe haben. Oh, ich kenne das gut. Wie die Geheimnisse so süß locken. Nur ein ehrlicher Tod kann euch heilen. Euch befreien. Von eurer wilden Neugier. Oh, du willst... Das ist Fürstin Maria. Okay, du willst also gegen mich kämpfen. So, zack. Was hältst du denn? Wow. Oh my Jesus. Hey. Hallo, ich würde mal gerne mich noch heilen, wenn ich darf. Alter Schwede, du bist ganz schön krass unterwegs hier. Das muss man ja mal sagen. Weg. 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 Ich will wegspringen die ganze Zeit. Funktioniert nur nicht. Ja, das war's. Okay. Ich komme auf jeden Fall wieder. Das ist eine interessante Waffe auf jeden Fall. Okay, ich muss... Oh, ich habe noch 5 Blutfiolen. Wo sind denn meine ganzen Items? Ich habe gar nichts mehr. Okay, Lusefkas Blutfiole belebt die Sinne und erneuert einen größeren Teil der GP. Ja. Glänzende Münzen. Ja, ja, ja. Okay, Moment, ich möchte meine Waffe nochmal auseinanderholen. Okay, das habe ich jetzt mal hier drin. Einsicht voraus. Ah ja, stimmt, ich habe 3 Einsichten bekommen. So, hey, ich bin zurück. Na?
Boah, leck. Okay, wow, hold up, ho, hey, hey. Alter Schwede, ich kann mich so schnell gar nicht bewegen. Warum ist die denn so schnell? Warum ist die so schnell? Warum sind alle so schnell und ich so lahm? Woran liegt das? Die würde ich schon gerne mitholen, aber das bringt mir, glaube ich, gar nichts, weil ich die vorherigen schon nicht aufgesammelt habe. Ja, aber immerhin. Ah, das wäre perfekt gewesen jetzt für die zu sterben, ne? Oh ja, shit. Oh, ja. Seht ihr, wie brutal schnell die einfach... Ja, ey, macht doch hier einfach voll tolle Sachen. Und ich stehe einfach nur rum und mach gar nichts. Finde ich ganz toll. Ah, ich hab... Wow. Oh shit, die kriegt mich dann trotzdem. Alter, hallo. Aber gut, der Damage ist nicht so schlimm. Ja gut, ich sollte jetzt nochmal meine andere Rüstung anziehen, fällt mir mal gerade ein. Das kann nicht wahr sein, oder? Okay. Ja, jetzt haben wir uns beide getroffen. Ja, trink bitte was. Ja, ich wollte dir aus dem Weg gehen. Aber es funktioniert nicht. Okay, jetzt habe ich da diesen Regener-Effekt. Wie lange hält das an? Weg. Ah, das hält nicht lange an. Opfert die sich gerade? Was macht die da? Jetzt wird die hier zum Megakiller. Oder was hat sie da jetzt? Mit Blutschaden oder was? Ja, ich komme nicht an der vorbei. Ja, das war's. Okay, aber machbar. Wenn ich mehr Blutfiolen hätte, wäre das machbar. Okay, meine Lieben. Dann werde ich das nochmal probieren. Ich habe jetzt 20 Blutfiolen gesammelt, also gefarmt. Also eigentlich sind es noch ein bisschen mehr. In Altiana, da bin ich nochmal hin. Oh, kleine Dame. Mhm. Was haben wir hier noch für einen Hinweis? Ich weiß, hier ist doch noch einer Hüter voraus. Ja, ja. So, ich würde gerne wissen, was es hier mit diesen Sonnenblumen auf sich hat. Dieses Gebiet hier heißt übrigens Lichtholzgarten. Und hier sind die ganzen Sonnenblumen. Weil wir hatten doch in der vorletzten Folge, ist das gewesen, da waren wir doch auf dem Balkon. Und da ist auch jemand gewesen, der sich da vor diese Sonnenblume gekniet hatte, ne? Das sind eigentlich gar keine Sonnenblumen, oder? Hinweis ansehen, hier ist ein Hinweis. Wo denn? Aber irgendwie sind es doch Sonnenblumen, wenn ich mir da die Mitte so anschaue. Also es hat irgendwie eine Mischung so wie mit Gänseblümchen und Sonnenblumen. Moment, hier ist ein Hinweis gewesen. Ich würde den gern lesen. Irgendwo war doch einer. Ich bin doch nicht blöd. Okay, aber ich habe da hinten was gesehen. Hier müsst ihr irgendwo einen Geist ansehen. Ah, hier. Die Gläubigen werden verschont. Ja, alles klar. Ich gehöre nicht dazu. Okay. So, also machbar dürfte das mit der sein. Ich muss die halt kontinuierlich angreifen. Und wenn sie dann halt mich angreift, sollte ich abbauen. Meine Ausdauer aufzuladen. So, wenn ich dich erschieße... Oh, shit. Ich habe gar keine Kugeln. Stimmt, die hatte ich verkauft eben. Oh, super. Ja, ey, das hier funktioniert ja richtig toll hier wieder. So, das hier verliere ich. Ich wollte mich eigentlich jetzt nicht heilen, aber jetzt zu spät. Jetzt habe ich mich geheilt. So, ich bin dran. Verflixt weg. Ich möchte das auch so elegant abhauen. Ich wollte eine andere Rüstung anziehen, fällt mir gerade ein. Das habe ich jetzt total verschwitzt. Weg. Ich wollte gerade sagen, ich hätte nicht nochmal zuschlagen sollen.
Das ist gut. Das möchte ich weiter so machen. Okay, weg. 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 Heilen. Weg. Weg. Angreifen. Sehr schön. Okay, weg. Ja. Diese Situation nutzt sie jetzt aus hier. Kann ich die eigentlich währenddessen weiter angreifen? Weg. Oh, shit. Ah, Blutschaden auch noch. Ey, wo sind wir hier? Ich glaube, dir geht es noch ein bisschen zu gut, oder was? Ja, ich wollte eh abhauen. Oh my gosh. Jetzt bin ich dran, wollte ich gerade sagen. Alter Schwede. Wow, hey, übertreib mal nicht. Wow, okay, hold up, little mama hier. Ja, weg! Wow! Ja? Weg, oh shit, das war eine Falle, das war eine Falle von ihr. Okay. Oh, uncool. Oh my god, are you serious? Deswegen war es halt echt sinnvoll hier. Was haben wir hier? Tornado-Stimmung oder was? Heil dich bitte. Wo ist die? Ah, hier hinten. Nein, ich wollte an dir vorbei. Jawohl. Jetzt. Weg! Trink was bitte. Ich habe keine Ahnung, was das hier wird. Okay. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Nier, das Ganze hier. Wow! Weg. Nein, 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 nein! Boah, jetzt brenne ich noch. Schnell weg! Schlag zu. Nein! Oh my god! Nein! Ich war so gut! Ich war wirklich so gut. Jetzt fällt mir auch gerade was ein. Spielt deswegen dieses Schild eine Rolle? Sollte ich vielleicht deswegen dieses Schild tragen? Physischer Angriff 0. Nee, das bringt mir eigentlich gar nichts. Das Schild, das bringt mir gar nichts, oder? Haltbarkeit. Nee. So, Moment. Ich brauche hier jetzt was, was gut ist für die physische Abwehr und Feuer. Physische Abwehr und Feuer. 60 und 50. Die alte Jägermütze wäre schon mal gut. Oh. Weißer Kirschenhut. Aber die physische Abwehr ist grottenschlecht. 50 und 30. Gibt es hier auch nochmal so ein 50-50-Ding? Hier. Die Knochenasche-Maske. Die ist dafür gut. Okay. Dann gucken wir jetzt als nächstes nach dem Gewand. Moment, so, Feuer 100. Schwarzes Kirchengewand, das sieht doch gut aus. Die Abwehr auf 90. Feuer auf 9. Oh, 110, aber die physische Abwehr ist auf 80. Hier, beides auf 100, das ist gut. Feuer und physische Abwehr. 110. 110 und 140. Das wird wahrscheinlich auch die beste Rüstung sein, weil das hier die Knochenaschenrüstung ist. Feuer. Da haben wir nichts mehr. Okay. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal schick aus. Ich glaube, das hier hatte ich schon mal an. Jetzt brauchen wir hier nochmal was mit Feuer. 70 und 60. Das passt. 70 und 60. Das hier ist sogar noch besser. Dann nehmen wir das. Okay. Dann müssen wir jetzt gerade noch nach einer schicken Hose gucken. Oh, Feuer auf 80, physische Abwehr auf 60. Ah, dann ist aber die Jägerhose... Nee, ist nicht besser. Ich habe gelogen. Ich habe gerade voll versehen. Ja, Knochenasche über Hose. Ja, dann lassen wir das hier an. Damit sollten wir zurechtkommen.
Pistole habe ich auch noch. Wunderbar. Dann werde ich die mal direkt anschießen, sobald die hier sich nochmal so schnell bewegt. So, Moment. Das hier würde ich halt schon gerne mitnehmen. Danke. Sind auch nur 573. So. Oh, okay. Du willst schon richtig hardcore loslegen. Ja. Ich kann das auch, Freundin. Okay, weg hier. Weg. Weg. Jetzt muss ich meine Kondition ein bisschen im Auge behalten. Weg. Okay, gut, Shitstorm. Das machen wir gut. Oh, shit. Okay, trink was. Ich wollte gerade schießen. Wow. Aber ich finde sie hübsch. Moment. Okay, weg. Jetzt weg. Okay, jetzt ist erstmal nur der Blutschaden, ne? Oh, shit. Ja. Ich habe zu weit weggestanden. Weg! Um Gottes Willen! Ah, dieser Tornado da. Oh shit, dieses Mal hat sie mich getroffen. Vorher, als sie das eingesetzt hatte, hat sie... Nein, ich konnte mich nicht heilen. Die Reichweite war zu groß. 16 Blutfiolen, das geht klar. Let's go. Nochmal rein hier. Okay. Nehme ich gerne mit. So. Oh, shit. Weg. Jetzt. Shitstorm. Weg. Weg. Ja. Jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen aufladen. Oh, shit. Ich bin zu... Es kam ein bisschen zu spät. Jetzt. Oh, jetzt hat ihn geschossen. Oh, heil dich. Ja, perfekt. Sehr gut. Sehr schön. Jawohl. Oh, meine Kondition hat mich... Oh, shit. Oh, Feierabend. Okay, weg da. Okay. Oh nein, dieser Angriff. Uncool. Ganz uncool, Schätzchen. Nein! Nein, trink was bitte, Shitstorm. Nein! Oh, verdammt! Die Kondition hat mich einfach im Stich gelassen. Ich habe nur 2 Blutfiolen verbraucht. Okay, noch einmal. So, komm her. Oh, Mann! Ich habe zu spät reagiert. Nein, ich wollte gerade sagen, oh, das macht sie. Das hat sie beim letzten Mal auch getan. Nein! Trink was. Schnell, schnell, schnell. Verdammt, ich kam nicht mehr weg. Ich konnte nicht wegspringen. Mann! Shitstorm, verdammt. Er ist halt so lahmarschig, ey. Und das nervt mich halt unfassbar, dass der so lahm ist. So, nochmal rein mit dir. Der Anfang lief so gut. In dem Versuch eben. Ja, natürlich. Und ich lieg dann erstmal ewig auf dem Boden. Oh, verdammt, jetzt! Ja. Weg. Oh, ich kann da nicht mehr springen, aber ich habe es noch so zurückgeschafft. Jetzt hat sie geschossen. Ja, wir sind halt beides Jäger, ne? Oder zumindest bist du mal eine gewesen vielleicht.
Oh ja, dumm. Aber... Zack! Okay, Moment. Okay, das ist dumm. Ich sollte weg. Halt dich mal lieber. Ich muss da jetzt auf meine Kondition achten. Oh, shit. Ja. Ich kenne das schon. Weg. Oh, dieser Angriff. Oh, Mann, da hat sie mich aber jetzt voll gekriegt. Meine Kondition war, glaube ich, mein Problem. Vorsicht. Verdammt, weg! Trink. Das ist jetzt wichtiger gewesen. Ja, ey. Nein! Nein! Nein, 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 trink, 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 bitte, trink schneller! Oh Mann, ey, bist du so lahm, wie du mir auf den Sack gehst gerade. Kondition. Nein, was machst du da? Oh, Shitstorm, nein! Nein! Verdammt! Ah, ich lebe noch. Oh, bitte trink jetzt, bitte trink, trink, trink. Oh mein Gott, hatte ich gerade unfassbares Glück. Ich dachte, ich wäre raus. Oh Mann, immer wenn ich gerade am Springen bin. Das hat doch ebenso gut funktioniert. Nein! Gut, jetzt habe ich noch mal ein bisschen was zusammengefarmt. Jetzt würde ich das Ganze gerne nochmals probieren. Meine Blutäsche sind auch hier drin. Müssten sie? Wo sind sie? Da vorne. Würde ich dann schon gerne mitnehmen. Zack, dann auch nochmal. Ja, 573. So. Läppert sich halt auch, ne? Okay. Ja, immer wenn du dich so bewegst, denke ich immer... Wow, shit. Jetzt. So, dann kannst du dir vielleicht dann noch mal ein bisschen was an Leben abzwacken. Oder halt auch nicht. Ja. Sehr gut. Na, das war ein Schlag zu viel jetzt. Oh. Legt sie das an. Ja, schnell. Ja, das ist nämlich... ein richtig tolles Ding, was dann passiert. So, weg. Oh ja, alles klar. Ich verstehe schon. Ah, jetzt schießen wir uns hier gegenseitig ab. Darf ich mich dabei bitte heilen? Oh, heil dich bitte. Ich weiß nicht, ich sehe sie nicht. Ich habe sie nicht mehr anvisiert. Oh, oh, oh. Schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz weg. Jetzt. Genau, jetzt kommt der Blutschaden. Oh. Jetzt. Ja. Das ist gut. Hat sie mich jetzt echt getroffen damit? Oh, shit. Oh, shit. Trink was. Schnell, trink. Ich hab doch gedrückt. Warum trinkst du denn nicht? Nein. Steh auf, Shitstorm. Steh auf. Steh auf. Verdammt. Nein, trink, 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 trink. Bitte, 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 trink, trink. Oh Mann, bist du so... Ich verstehe nicht, warum der nicht säuft, ey. Da könnt ich reinschlagen. Meine Fresse, das dauert ja ewig, ey. Mann. Regt mich das auf. So. Mach, dass du herkommst jetzt, Maria. Es reicht jetzt. Ja, funktioniert wieder gar nichts. Hallo, schlag doch mal zu. Oh ja. Sehr gut. Jetzt habe ich dich. Jetzt bist du hier in meiner Falle. Okay, weg. Oh, durch das ganze Rumgespringe dauert das ewig mit meiner Kondition hier.
Ja, sie verliert kein Leben, wenn ich das mache. Oh shit. Oh, da hat sie mich aber richtig gekriegt jetzt. Hallo? Darf ich bitte aufstehen noch? Oder ist das zu viel verlangt? Oh shit. Das war uncool. Steh auf, bitte. Ja. Das wird nichts. Warum denn nicht? Ich muss auf meinen Controller aufpassen. Ich hätte die fast jetzt wieder so zusammengedrückt. Oh, meine Güte. Oh, Mann. Maria, was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Wo sind meine Blutechos? Ah, hier. Gut, ich wusste nämlich schon gar nicht mehr, wo ich gestorben bin. Ja, super. Darf ich auch? Ah. Ja, wenn der dritte Schlag bei mir nicht klappt, dann kann ich sie nicht außer Gefecht setzen. Und ich bin tot. Obwohl ich die Dreieckstaste gedrückt habe, damit er trinkt. Aber der braucht ja ewig. Hängt das mit dem Geschicklichkeitswert zusammen, obwohl der ja eigentlich gut ist? Moment, wo habe ich denn hier meinen Status? Geschicklichkeit. Ja, wir sind da bei 37. Ich will sie mich verarschen. Dann trink doch mal dementsprechend. Meine Fresse, ey. Also, das ist das, was mich am meisten aufregt. Ich glaube, bei Dark Souls ist das so gewesen, wenn die Geschicklichkeit ziemlich hoch gewesen ist, dann hat man schneller getrunken. Alle Angaben ohne Gewehr. Ich bin nämlich kein Dark Souls-Profi. Wie gesagt, ich habe jedes Spiel nur einmal gespielt, außer den ersten Teil. Den habe ich ein paar Male gespielt. Ja. Jetzt habe ich sie. Ja, und jetzt hat sie mich wieder. Ja, jetzt schlage ich wieder zu. Trink du. Jetzt! Ah, sie hat aber trotzdem geschlagen. Sie hat nicht aufgehört. Nicht aufhören. Okay, trink. Ja, ey. Ich wäre auch gern so schnell. Wie lernt man das denn? Wo kann ich denn da zur Schule gehen, damit ich das lerne? Ja, das gefällt mir richtig gut, wenn du da hinten in der Ecke drin stehst. Verdammt weg! Ja. Ich wollte gerade schießen. Nein! Jetzt macht sie das mit mir, was ich mit ihr vorhatte. Ich habe auch zugeschlagen, aber das wird ignoriert. Das wird ignoriert. Ich habe doch am Anfang in der ersten Phase mit ihr eigentlich nie so Probleme. Wie jetzt? Warum läuft das denn so blöd gerade mit uns? Hallo! Wie du mich gerade aufregst. Ja, und jetzt bin ich tot. Oder auch nicht. Jetzt kannst du dich heilen. Nutz die Situation aus, Shitstorm. Ja. Du Blöde. Wie viel ich hier... Jetzt habe ich wieder nur 16 Blutfiolen. Ich habe so viel gefarmt. Das ist echt nervig. Oh mein Gott, wie oft hier auf meinem Zettel steht, tot, 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 was ich hier wieder alles rausschneiden darf und muss. Hinweis ansehen, Abscheulichkeit von Frau. Ja. Ich habe mich auch eben wieder verdrückt, habe ich gemerkt. Jetzt habe ich dich aber. Jetzt bin ich nochmal an der Reihe. Ja, jetzt ging dieser Schlag natürlich voll daneben. Komm her, du Blöde. Hätte ich fast ein Wort gesagt. Weg. Jetzt hätte ich fast wirklich ein blödes Wort gesagt. Bin ich ja schon mal froh, dass ich meinen Mund unter Kontrolle hatte. Oh, aber immerhin. Weg! Ja, das war gerade mein Fehler. Ich war gerade zu geizig hier. Zu gierig, nicht geizig, gierig. Natürlich triffst du mich. Denk was. Schneller bitte, nicht einschlafen dabei. Are you serious?
Wir hätten echt ein gutes Team werden können, wir beide. Aber du musstest dich ja dann auf die dunkle Seite schlagen, oder was? Okay, trink was. Weg. Okay, 15 Schüsse, noch. Ja. Nein! Jetzt! Oh, jetzt ist sie wieder abgehauen. Deswegen mag ich das, wenn sie dann da so gegen eine Wand gedrückt wird. Weg! Trink was? Ja, perfekt. Scheibenkleister! Weg. Ja, jetzt hat sie mich gekriegt hier. Jetzt. Oh mein Gott. Ist mir gerade schlecht gewesen hier. Okay, so, jetzt kommt Feuer mit ins Spiel. Okay. Mann, ich wollte zur Seite. Jetzt hänge ich hier. Verdammt. Trink, 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 Shitstorm, trink, bitte. Oh Gott, ey, diese Frau, die macht mich fertig hier. Meine Kondition, weg, weg. Trink bitte was. Boah, Mann, jetzt hat sie es mir aber gegeben. Jetzt bin ich tot. Okay. Gut, dann soll es das hier erstmal gewesen sein. Ich kann euch nicht sagen, ob die Folge zu lang ist, zu kurz ist, weil ich so viel rausschneiden muss. Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde im Anschluss nicht die nächste Folge aufnehmen. Ich werde in der nächsten Folge in dem Gebiet weitermachen, was das Ende sein soll. Und wenn ich das überstanden habe, werde ich danach dann wieder hierher zurückkommen. Okay, meine Lieben, dann wird es dann auch höchstwahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, bis wir das Spiel dann durch haben. Moment mal. Ja, okay, das ist jetzt natürlich blöd, dass ich jetzt nicht sehe. Ich weiß nicht, ob es hier dann weitergeht, wenn man die besiegt hat, aber dann geht es ja nicht mehr weiter, ist ja eine Sackgasse hinten. Ich denke, dann ist das hier das Ende gewesen mit dem DLC, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Okay, gut, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.